Gut, noch eine kleine Demonstration zur nächsten Übung. Sie haben ja diese Aufgabe Korrelation und Regression in Excel gemacht und haben das Ergebnis hier rechts bekommen. Das heißt, Sie haben eine Regressionsstatistik mit einem Korrelationskoeffizienten, haben da so eine Varianzanalyse, Analysis of Variances ANOVA mit Freiheitsgraden. Und dann haben Sie hier unten, also hier oben ist der Korrelationskoeffizient, hier unten sind die Regressionskoeffizienten, der Y-Achsenabschnitt, die man sozusagen nie benötigt. Also ist mir zumindest noch nicht untergekommen. Aber die Steigung, das kommt ab und zu mal vor, dass man diese Steigung, dass die einen interessiert. Und der p-Wert der Steigung ist ja auch der p-Wert des Korrelationskoeffizienten. Soweit haben Sie es ja verstanden. Und jetzt gibt es hier was Interessantes. Und zwar gibt es ein unteres und ein oberes, eine untere Grenze und eine obere Grenze von 95% Konfidenzintervall. Das heißt, diese Analyse sagt voraus, dass die Steigung 0,93 ist, also dass man pro Zentimeter größer 930 Gramm mehr wiegt. Und das Konfidenzintervall, das kann man noch irgendwie, na, wieder sehr gut gezeichnet. Also hier, das Konfidenzintervall geht von 0,82 bis 1,03, also von 820 Gramm bis 1030 Gramm ungefähr. Und dieses Konfidenzintervall für die Steigung kann man nutzen, um eine Korrelation von einer anderen zu unterscheiden. Also man kann schauen, sind zwei Regressionen eigentlich, also sind die Steigung zweier Ausgleichsgeraden signifikant verschieden oder sind die nicht signifikant verschieden?